In der heutigen globalisierten Welt ist der Handel zwischen verschiedenen Ländern und Wirtschaftsraumen allgegenwärtig. Ein interessantes Phänomen, das dabei auftritt, ist die sogenannte Bra-ein-Viertel-Kenökonomie, bei der Produkte zwischen verschiedenen Ländern Bra-ein-Viertel-Kenländer gehandelt werden, um Preisunterschiede auszunutzen. Ein gutes Beispiel für die Bra-ein-Viertel-Kenökonomie in Europa ist der Handel zwischen Deutschland und der Ta-ein-Viertel-Türkei. In Europa gibt es deutliche Preisunterschiede zwischen verschiedenen Ländern aufgrund von verschiedenen Faktoren wie Steuern, Produktionskosten und Arbeitskosten. Diese Preisunterschiede werden von cleveren Händlern genutzt, um Waren aus einem Land zu einem gar ein viertelnstigen Preis zu kaufen und in einem anderen Land zu einem höheren Preis zu verkaufen. Die Ta-ein-Viertel-Türkei spielt dabei als Bra-ein-Viertel-Kennland eine wichtige Rolle, da es geografisch zwischen Europa und dem Nahen Osten liegt und so als Handelsdrehscheibe fungiert. Ein interessantes Phänomen, das in der Bra-ein-Viertel-Kenökonomie häufig auftritt, ist der sogenannte Grauhandel, bei dem Produkte A-ein-Viertel-BER nicht autorisierte Kanäle gehandelt werden, um die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Ländern auszunutzen. Der Grauhandel ist zwar oft illegal, aber dennoch weit verbreitet und für viele Händler eine lukrative Einnahmequelle. Ein Beispiel für die Bra-ein-Viertel-Kenökonomie zwischen Deutschland und der Ta-ein-Viertel-Türkei ist der Handel mit Elektronikprodukten. Elektronikprodukte sind in der Ta-ein-Viertel-Türkei oft teurer als in Deutschland aufgrund von höheren Steuern und Zahlen. Deutsche Händler nutzen diese Preisunterschiede aus, indem sie Elektronikprodukte gar ein Viertel NSDIG in Deutschland einkaufen und sie dann A ein Viertel BER die Ta ein Viertel-Türkei in den Nahen Osten verkaufen. Auf diese Weise können sie einen hohen Gewinn erzielen, indem sie die Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Ländern geschickt ausnutzen. Ein weiteres Beispiel für die Bra-ein-Viertel-Kenökonomie zwischen Deutschland und der Ta ein Viertel-Türkei ist der Handel mit Modeprodukten. Modeprodukte wie Kleidung und Schuhe sind oft teurer in der Ta-ein-Viertel-Türkei als in Deutschland aufgrund von höheren Importsteuern und Zahlen. Deutsche Händler nutzen auch hier die Preisunterschiede aus, indem sie Modeprodukte gar ein Viertel NSDIG in Deutschland einkaufen und sie dann A ein Viertel BER die Ta-ein-Viertel-Türkei in den Nahen Osten verkaufen. Auch hier können sie durch geschicktes Ausnutzen der Preisunterschiede einen hohen Gewinn erzielen. Die Bra-ein-Viertel-Kenökonomie zwischen Europa und der Ta-ein-Viertel-Türkei ist ein interessantes Phänomen, das zeigt, wie Händler die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Ländern geschickt ausnutzen können, um Gewinne zu erzielen. Durch den Handel A-ein-Viertel-BER Bra-ein-Viertel-Kennländer wie die Ta-ein-Viertel-Türkei können Händler Zugang zu verschiedenen Märkten bekommen und so ihre Umsätze steigern. Um die Bra-ein-Viertel-Kenökonomie besser zu verstehen, ist es wichtig, die Preisdynamik zwischen verschiedenen Ländern zu analysieren und die verschiedenen Faktoren zu berücksichtigen, die zu den Preisunterschieden führen. Durch eine genaue Analyse der Preise und Kosten können Händler die besten Möglichkeiten identifizieren, um von den Preisunterschieden zwischen verschiedenen Ländern zu profitieren. Insgesamt ist die Bra-ein-Viertel-Kenökonomie ein faszinierendes Phänomen, das zeigt, wie Händler die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Ländern geschickt ausnutzen können, um Gewinne zu erzielen. Durch den Handel A-ein-Viertel-BER Bra-ein-Viertel-Kennländer wie die Ta-ein-Viertel-Türkei können Händler Zugang zu verschiedenen Märkten bekommen und so ihre Umsätze steigern. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Bra-ein-Viertel-Kenökonomie in Zukunft weiterentwickeln wird und welche neuen Möglichkeiten sich für Bra-ein-Viertel-Händler ergeben werden.